Ja, herzlich willkommen in unserer Rückblickskategorie. Nehmt euch Zeit, sie wird ungefähr 20 Stunden andauern, genau. Gemessen an dem, was wir vor uns haben. Also wenn wir uns ein bisschen zusammenreißen und nicht genau. So viel Quatsch erzählen. Ja. Pro Hörspiel eine Minute. So, ab jetzt. Es geht los mit Andi Maisfeld, Folge 10, Folge 12. Nee, dafür die will ich ein paar Minuten mehr. Andi Maisfeld und die Abenteuer am Meer. Von Steinbrecher Entertainment. Andi Maisfeld kehrt ans Meer zurück. Dort war er ja schon mal mit seiner Freundin, Freundin? Alexa. Und Armin soll diesmal auch mitkommen, der kann aber nicht. Sie erhalten eine Einladung von der Frau Königin. Ja, dort soll nämlich demnächst ein neuer Stadtabschnitt gebaut werden. Und so treiben sich Alexa und Andi ein bisschen bei den Docks rum und das schnuppert doch sehr, sehr schöne Hamburger Luft. Auch wenn es natürlich nicht in Hamburg ist, aber das hatte schon sehr was von Containerhafen. Ist ja ein Containerhafen. Und um was geht es? Natürlich geht es da um Schmuggler erstmal, die sich dort rumtreiben, also komische Gestalten, die da irgendwas am Laufen haben. Und Andi und Alexa versuchen dem auf die Schliche zu kommen, diesen Gangstern, die sich sehr gangstrig auch verhalten, wie sich das so für Jugendhörspiele gehört, weiß man sofort, jo, mit denen ist irgendwas im Argen. Ja, und wo landen sie dann letztlich? Ja, natürlich landen sie dann irgendwann mal in einem Leuchtturm und natürlich hat dieser Leuchtturm auch einen unterirdischen Gang und das ist einfach herrlich. Also, wie man sich hier auf ganz wundervolle Art und Weise eingebettet in dieses Ameisenuniversum, das immer wirklich zum, finde ich, zum richtigen Zeitpunkt auch wieder hervorgekehrt wird und bedient wird mit der Duftspur zum Beispiel und wo es um die Gefahren geht, eben dass die Duftspur durch das heranrauschende Meer und durch die durch die Flut, dass das da problematisch wird und so. Das ist schon alles schön durchdacht und in diese Welt reingepflanzt und dann halt diese wundervollen, wirklich sehr liebevoll gemachten Anleihen an die diversen Kinder- und Jugendhörspiele, die man halt so kennt. Natürlich Fünf Freunde fallen mir da sofort ein und an was mich sehr erinnert hat, ist die Abenteuer im Ferienlager von TKKG, weil es geht danach, genau, es geht nämlich danach weiter. Und es kommt quasi noch ein zweiter Fall, in den es dann auch Armin verschlägt. Er kommt dann nämlich auch in die Stadt am Meer. Und dann gehen sie zusammen auf Schatzsuche und dann, ja, ist das auch alles sehr geheimnisvoll und treffen sie dann auf eine andere lustige Spezies, Krabben, die auch sehr lustig dargestellt sind. Vor allem eine alte Krabbe, die sich so seebärig verhält. Also da sind sehr, sehr viele schöne Details und das macht eine Riesenlaune, auch wenn das sehr lange ist eigentlich für so ein Jugendhörspiel, ja, wo ich normalerweise immer meckern würde und sagen würde, hätte man auch kürzen können. Nee, in dem Fall überhaupt nicht tatsächlich, denn das ist bombig von Anfang bis Ende und hat mich prächtigst unterhalten und hört euch das gefälligst an, das ist ganz toll. Kann ich mich nur anschließen. Also ich fand das auch schön mit den dieses Episodenhafte und dadurch ist, obwohl das Hörspiel ja fast die komplette CD füllt, sind da gar keine Längen drin. Dadurch, dass es zwei Fälle sind, fand ich auch total toll. Ich hatte auch einmal die Assoziation Fünf Freunde, fand ich total, gerade dieses Leuchtturmthema, hat mich da sehr dran erinnert. Und ja, TKKG, klar, die Ferienlagerfolge aufgrund des Doppelfalls hier, das Episodenhafte, ja, und super, kann ich mich nur anschließen. Großartig. Das war mehr als eine Minute. Oh, schade. So, wir müssen hier takten. Das spare ich jetzt bei Bestie Angerstein ein. Okay. Jan Decker hat nämlich ein neues Hörspiel für den SWR gemacht, was schon auch am 4. Juli rauskam, urgesendet wurde, was ihr aber immer noch beim SWR auch downloaden könnt. Link findet ihr wie immer bei uns auf der Page, auf der Orcast-Seite dieser Ausgabe. Und ja, in 80 Minuten erzählt er über ein wahres Verbrechen, und zwar über den Serienmörder Fritz Angerstein, der aus Haiger stammt, was bei mir dann tatsächlich doch ziemlich in der Nähe ist. Er saß dann auch bei uns, also im nahen Gefängnis, also das, was bei uns quasi vor den Türen ist, also eine Heimatfolge für mich. Ich fand es halt ein bisschen merkwürdig, wie man das Ganze aufbaut. Also er erzählt über die Bestie Angerstein, wie das Hörspiel auch heißt, in einer Art und Weise, dass er von dem Fall im Jahr 1924 erzählt, wo das Ganze passiert ist, erzählt die Vorgeschichte dazu, erzählt dann, wie das bis 1925 geht, wo Angerstein dann gefasst wird und also was auch relativ schnell nach der Tat klar ist. Es dauert erst einen Moment, weil man erst auf einer anderen Spur ist, aber dann gerät Angerstein doch in die Fänge der Justiz, wird verurteilt, sitzt dann im Gefängnis und wird auch 1925 hingerichtet und erzählt,
aus dem Jahr 1928, wo quasi das Ganze dann rückblickend, was dann noch passiert in der Familie Angerstein, mit der ganzen ja, umgebenden Personen. Das ist grundsätzlich ziemlich interessant. Ich fand es von der Darstellung dann doch ein bisschen spröder, als es hätte sein müssen. Dadurch, dass man das so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen verkünstelt, aber ja, so merkwürdige, das so merkwürdig nicht linear genug erzählt für meine Begriffe. Also das hätte man durchaus ein bisschen hörerfreundlicher gestalten können. So wirkt das Ganze ein bisschen befremdlich zwischendurch, auch gerade über die lange Spielzeit mit 80 Minuten. Ja, also da habe ich doch ein paar Ecken, wo ich gedacht habe, naja, das hätte man gefälliger produzieren können und produzieren müssen. Was toll war, war die Besetzung. Peter Kurt ist quasi erzählt das Ganze. Der Jens Harzer spricht die Hauptrolle des Fritz Angerstein und das war das, wo ich in dem vorigen Teil sagte, das klingt wie wenn Andreas Fröhlich versucht, Jens Wawracek nahezumachen. Das fand ich ziemlich gelungen, also wie das gemacht wird. Ja, hört mal rein. Also wie gesagt, es hätte ein bisschen gefälliger produziert sein können, aber ansonsten vom Thema her ist das wirklich sehr interessant. Ja, auch tatsächlich sehr hörenswert. Probiert einfach mal. Dann zu Maritim. Maritim ist ja sehr erscheinungsfreudig momentan und es ging ja auch, Schönes Wort. das gibt keinen Sinn, das war, aber es war schon auf halbem Wege und dann konnte ich es nicht mehr zurückziehen. Ja. Beyond the Whale ging ja auch weiter, nachdem vor 1000 Jahren ungefähr damals, die Alten werden sich erinnern, der erste Teil rauskam und dann nichts mehr kam, kam ja dann der zweite Teil nachgelegt. Es geht ja rahmenhandlungsmäßig um diesen alten Mann, der im Altersheim einem, ja, wissbegierigen jungen Mann von seinen, ja, Abenteuern erzählt, sage ich jetzt mal. Und in Teil 2, das bildete ja den Auftakt zu einem Zweiteiler, und zwar geht es dort um ein Artefakt, das dieser Mann in seinem Zimmer rumliegen hat, nämlich so ein Tomahawk war es, glaube ich, ne? Ich glaube, ein Tomahawk war es. Er erzählt dann eben in diesen zwei Folgen von einer, ja, aberwitzigen Geschichte, die er erlebt hat. Und zwar geht es um eine Gruppe von Abenteurern, die in Amerika unterwegs sind auf der Suche nach einem verschollenen Indianerstamm. Und so ein reicher Fuzzi hat die quasi allesamt angeworben, um ihm bei der Suche beizustehen und ihn zu unterstützen. Ja, und je mehr sie dann eben in diese Wälder eindringen, umso unheimlicher wird es. Es passieren dann komische Sachen. Unter anderem, ja, treffen sie auf einen Indianer, der in einer Höhle kauert und sich merkwürdig verhält. Und dieses merkwürdige Verhalten, das wird jetzt eben unter anderem in dieser dritten Folge Frevel auch erklärt, und zwar befindet sich dieser Mann in so einer Art Verwandlungsprozess, denn letztlich geht es um Spoiler, den Wendigo, eine mythologische Figur, die ja im Reich der Indianer eben eine so eine mythologische Figur einfach ist. Und ja, dann treffen sie eben später auf ein paar Hinterbliebene scheinbar dieses Indianerstamms, die sich sehr feindselig ihnen gegenüber zeigen, denn sie scheinen irgendwie in ein Gebiet eingedrungen zu sein, das den Indianern heilig ist. Versuchen sie dann eben zur Umkehr zu bringen, aber der Chef hier dieser Expedition, Spoiler, knallt dann einfach mal den alten Indianer nieder. In einer Szene, die ich so merkwürdig fand und so, Entschuldigung, lieblos produziert fand. Also, das ist, ich weiß nicht. Ich muss auch zugeben, ich habe das Ding dann irgendwann mal abgebrochen, weil mir das, weiß nicht, das hat mir überhaupt keine Freude gemacht. Ich habe mich da an diversen Ecken einfach nur aufgeregt, weil das irgendwie so gefühlt so runtergespult war und die Akteure miteinander irgendwie, die haben irgendwie alle aneinander vorbeigeschauspielert und das war einfach nichts Stimmiges, nichts, da kam kein Fluss auf und ach, das hat mir überhaupt nicht gefallen, muss ich sagen. Also gerade diese eine Szene, allein sich das vorzustellen, ne? Da steht eine Horde von Indianern, feindseligen Indianern, mit ihrem Chef vorne dran, so ein alter, gesetzter Indianer mit so einem Bart, der quasi bis zum Boden runtergeht. Das wird auch genau beschrieben, wie der aussieht. Dann nimmt der Chef dieser Expedition, die sind umringt von Indianern, umringt. Dann knallt der Chef der Expedition, knallt diesen alten Mann, den hohen Würdenträger der Indianer, nieder. Dann diskutieren sie erstmal, wohin sie jetzt abhauen können. Die sind umringt und fliehen dann auf irgendeinem Berg. Ne? Die sind umringt. Leute, das ergibt keinen Sinn. Denkt euch doch dann irgendeine Szenerie aus, wo das funktioniert. Das kann doch nie funktionieren. Wie sollen die denn da aus dieser Situation rauskommen? Und dann diskutieren die auch noch unterwegs. Und das ist einfach so,
so weit weg, da wird man, oh, da musste ich in der Szene so oft drüber nachdenken, wie denn das um alles in der Welt funktionieren könnte. Da bist du schon so raus, da kommt keinerlei Flow auf und überhaupt, also dieses Zusammen von, na, was eben ein Hörspiel ausmachen sollte, von Geräuschen, von Stimmen, die miteinander agieren und Musik, und das muss einfach ein Flow sein, sonst werde ich in eine Geschichte nicht reingesogen, und das war in keiner Sekunde hier der Fall, und nee, gefiel mir ja nicht. Ja, das wirkte auch tatsächlich ziemlich hingeschludert, den Eindruck hatte ich auch. Also die Story an sich fand ich jetzt eigentlich sehr interessant, vom Grundsätzlichen her, wie man es erzählt, tatsächlich, also gerade diese Szene, wo du gerade beschrieben hast, das ist, ja, das ist dann das, was dann wieder ärgert, und dass man dann auch tatsächlich zu wenig draus macht. Also so atmosphäremäßig war da gar nichts. Also da hätte man gerade bei so einer Western-Indianer-Story hätte man wirklich mehr auf den Putz hauen dürfen und müssen. Da hast du dann im Hintergrund noch ein paar Indianer jaulen hören. Und das, ja, das genau. Ist es dann, oder aber was? Auch so unmotiviert. Also so, dass das so gar keinen Sinn macht. Das hat Winnetou damals viel besser gemacht. Das vor 100 Jahren. Also genau. Bitte, Leute. Regie. Mehr Lebendigkeit. Skript. Dramaturgie. Ja. Ja. Ach nee. Dann bezahlt ein Indianer weniger und an der falschen Stelle gespart, ja. Ja. Sowas verstehe ich nicht. Komm, das kostet doch auch Zeit und Nerven, so ein Ding dann zu produzieren. Da kann man doch auch nicht zufrieden sein am Ende mit sowas, oder? Ja. Das verstehe und ich. Und wo habe ich schon mal gesagt, dass ich die Cover so mit die scheußlichsten finde, die ich kenne. Ja, was ist das denn? Das hat mich noch nie, also ich habe mir immer gedacht, ich stehe in irgendeinem großen Elektro-Kaufhaus und vor dem CD-Regal und blätter da durch und habe das in der Hand. Also ob ich das mitnehmen würde? Ich erkenne auch gar nicht, was das ist da drauf. Sind das Zeichnungen? Was ist das? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Gibt's das? Moment, geht das in groß? Ja, das macht das Bild besser. Also ist dieser Tomahawk und dann ist vielleicht soll das diese Schatzkarte vielleicht symbolisieren oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Na, ich finde aber auch diesen Spiegel, dass der unten so abgeschnitten ist, dass das nur so ein merkwürdiger Ausschnitt, oder? Ach, das soll ein Spiegel sein. Ich gehe mal davon aus, dass das ein Spiegel ist, oder? Stimmt, ich wollte nochmal nachgucken, so, was Vale eigentlich oder heißt. Oder ist das hinter der Grenze oder so? Vale ist doch, ja. Ich guck mal. Meine Grenze, also so hinter Schleier. Der... Schleier. Schleier, genau. Mhm. Was denn für ein Schleier? Verstehe ich nicht. Ja, wahrscheinlich so die Welt hinter der realen Welt. Ach so. Vermute ich mal, dass man das so meint. Ach nee, komm, wir haben noch mehr vor. Ist vielleicht schon ein schlechter Versuch, das Gruselkabinett nachzumachen, oder? Mit diesem Cover. Ja, das stimmt, mit diesem Bogen, ja, hast du schon recht, ja. Ist der überhaupt mittig? Der ist auch nicht mittig, oder? Der ist rechts weiter, oder? Ist er. Ja, auch schön. Naja. Ach, komm mal zu was anderem. Mach mal. Es gibt ein Live-Hörspiel von, aufgemerkt, Bibi und Tina. Das wäre jetzt für mich eigentlich ein Grund gewesen, zu sagen, naja, okay, gibt's halt und gut, hätte das dann erwähnt. Aber ich habe gesehen, das hat ja den Lauscher-Lounge gemacht und war damit unterwegs. Und Johanna Steiner hat Regie geführt und das Skript ist von Vincent Andreas. Da gucke ich doch vielleicht doch mal rein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht bereut. Ich hatte einen heiden Spaß mit dem Ding. Okay. Ich kenne jetzt Bibi und Tina tatsächlich jetzt nur so vom Hörensagen. Ich habe also weder als Fernsehserie noch als Hörspiel da jemals irgendwas länger als 3 Minuten wahrgenommen. Ich bin mehrfach heute auch wieder an Plakaten vorbeigefahren. Die sind ja auf Tour mit dem Ding. Kannst du mir sagen jetzt, wer zum Hack ist denn Tina? Ist das einfach eine Freundin von Bibi? Kann die Hexe? Ja, genau. Nein. Nee, ne? Okay. Nein. Also es ist ja also quasi dieser Reiterhof-Ableger, Bibi und Tina auf und Sabrina. Amadeus, Sabrina. Also irgendwie gibt es da noch 2 Pferde. Okay. Die jetzt aber nicht das große Ganze spielen. Es geht vielmehr daran, Tina hat ja einen Freund und den Alex und die kriegen sich in die Haare, weil Alex hat es irgendwie nicht geschafft, zu einem Reitturnier zu kommen, wo Tina geritten ist. Und Alex hat nämlich eine große Familiensause im Schloss, auf dem er wohnt. Und die Familie von Alex hat sich da geladen. Die kommen also einmal im Jahr zum großen Familientreffen. Ist halt immens viel Arbeit. Und Tina ist jetzt entsprechend sauer und zofft sich mit Alex. Und dann geht es halt los, dass sich halt immer mehr zoffen, weil Bibi versucht zu vermitteln. Und das geht aber auch schief. Und jetzt haben auch noch Bibi und Tina Zoff. Und dann kommt dieses Familientreffen dann noch in die Quere, wo dann halt auch viel Arbeit ist und viel Kuddelmuddel ist und
auch die Familie, die schon etwas zu früh anreist, auch nicht ganz die einfachsten sind. Das gibt dann eine wunderbar lustige Soap im Ganzen, die, also ich weiß, wie gesagt, ich kenne Bibi und Tina Hörspiel nicht, weiß nicht, inwieweit das sowas auch Thema in einem realen Hörspiel ist, aber hier hat das mir total gut gefallen. Ich hatte einen Heidenspaß. Vor allen Dingen, dass man die Geräusche so auf der Bühne live macht, also so die Pferde und alles, was an Getier da rumläuft. War ziemlich gut dargestellt. Michael Pan hat, glaube ich, alle Tiere so mitgemacht. Und Kerstin Gabelich als Schwester oder Schwester des Grafen war eine Offenbarung. Ich habe das Die ist auch der geliebt. Ich habe Knaller. wirklich Die ist so gut. ständig, ständig mehrfach in mich rein lachen muss. Ich war froh, dass ich das nicht im Bus oder sonst irgendwo gehört habe, sondern daheim im stillen Kämmerlein, weil die Leute hätten mich wahrscheinlich für verrückt gehalten, weil es wirklich so lustig war. Gibt auch so nervige Charaktere, zum Beispiel Oliver Rohrbeck hat wieder so eine undankbare Aufgabe. Da ist es schon manchmal, wo ich denke, ach, naja, hätte der ein oder andere Gag wäre da ein bisschen drüber, aber so insgesamt war das wirklich eine runde Nummer und ich hatte einen Heidenspaß und könnte ich mir auch vorstellen, da tatsächlich mal live zu gucken, weil das wirklich richtig, richtig lustig war. Also das fand ich richtig gut, gut Okay. gemacht und hat mich gut unterhalten. Weiß jetzt nicht, inwieweit Bibi und Tina-Fans das mögen würden, wegen, naja, man kennt das ja, wenn es mit Humor geht. Ich kenne das immer von den drei Fragezeichen-Fans, die irgendwelche Veranstaltungen, wo es lustig werden soll, ob das Vollplayback ist oder sowas, dann in der Halbzeit gehen, weil sie schwer Die erbrust wissen sind. das doch vorher. Man kann Ja, doch googeln. es sollte man meinen, aber nein, das gibt es heute immer noch. Ich weiß nicht, wie das bei Bibi und Tina ist. Sag Weiß ich mal, jetzt nicht, wie da die Hardcore-Fans drauf sind. müssen wir jetzt zukünftig dann alle Bibi und Tina-Folgen auch noch hören? Nein, nein, nein. Nicht, Also ich okay. glaube nicht, dass das tatsächlich für die Reihe spricht, sondern dass das wirklich eine schöne Hommage ist an, ja, an diese Serie. Es kommt halt alles drin vor. Es ist hackenlustig und es lebt ja davon, dass es extrem überzeichnet ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass das hier wirklich mal eine Sonderform ist, die jetzt nicht unbedingt für die Reihe spricht. Okay. Ja, das werde ich mir noch anhören, glaube ich. Ja, hör dir das Das mal an. klingt Das ist gut. wirklich mal sowas für zwischendurch gut zu Und so hören. Live-Sachen finde ich ja immer spannend, wie man das dann Ja. macht, was da funktioniert, was Also da nicht es war funktioniert. so vom, ich sag mal, also ich könnte mir vorstellen, dass das so ähnlich für die Fans ist wie für die drei Fragezeichen-Fans die seltsame Wecker-Tour, wo es auch mit sehr viel Humor zuging und es hat ja auch dem einen mehr gefallen, dem anderen weniger. Ich denke, so wird es hier auch sein. Na dann. Ja, mal harter Schnitt. Ja, wir hatten ja vor einiger Zeit schon mal Bilder deiner großen Liebe hier vorgestellt. Das letzte Werk von Wolfgang Herrndorf, dem Autoren von Chick, der in diesem Stück die Geschichte von Isa erzählt, die ja auch in Chick auftaucht und hier eine neue, ja, neue und eigene Story kriegt, die dann leider nicht vollendet wurde, sondern nur als Fragment da ist. Damals hatten wir es als Hörspiel und jetzt haben wir es als ja, Theaterperformance. Und zwar wurde Sandra Hüller ja auch mit dem Deutschen Hörbuchpreis ausgezeichnet und zwar eben für diese Rolle, die sie für Roof Music ist ein schweres Wort, Roof Music Kaminmusik. genau, eingesprochen hat, beziehungsweise die haben die Theatervorführung aufgezeichnet und als Hörbuch präsentiert. Und das Ganze gibt es jetzt auch beim NDR zum Download seit Juli und auf CD, wie gesagt, bei Roof Music ist das Ganze auch zu hören. Eine Live-Performance, die also nur als Sprecherin Sandra Hüller hat. Insofern theoretisch eigentlich kein Hörspiel im eigentlichen Sinne, aber als Hörspielmonolog durchaus zu sehen, denn sie erzählt quasi ihre eigene Story und das ist schon ein ganz wilder Ritt. Und das ist, also wenn man das Hörspiel davor gehört hat, was auch also sehr monologlastig ist und hier das dann hört, wie Sandra Hüller das spielt, also die Rolle wird dadurch nicht klarer. Das muss ich ganz klar sagen. Also ich habe die Isa zumindest in dem Hörspiel ja als Person wahrgenommen, die einen relativ nachvollziehbaren Weg hat, eine relativ nachvollziehbare Art an den Tag legt, die nicht immer einfach ist, nicht immer verständlich ist, aber zumindest nachvollziehbar. Und Sandra Hüller zieht hier wirklich alle Register und macht da wirklich einen wilden Ritt daraus, was dann so ein bisschen zu Lasten der Authentizität geht, aber durch diese Lebendigkeit das Ganze auch wieder höchst spannend macht. Und was ganz toll ist, ist die musikalische Begleitung. Sie wird also auf der Bühne live begleitet. Das ist aber nicht nur das als Hintergrundmusik oder als Trennermusik, sondern es gibt eben auch Songs da drin, die
tatsächlich auch so eine gewisse Ohrwurmqualität haben und auch in der Darstellung viel erzählen. Also so wie die Art, die Musik gesetzt ist. Und das fand ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Von daher, ich würde es tatsächlich mal euch empfehlen wollen. Es ist sehr, ja, sehr verkünstelt, sehr stark, ja, expressionistisch. Also es geht sehr, sehr über das normale Maß hinaus, was Santa Hüller hier abzieht. Aber es ist wirklich fantastisch und ich habe da wirklich staunend davor gesessen und die Musik ist wirklich ganz, ganz klasse. Also fand ich toll. Also Okay. gerade das Stück, ich weiß nicht, wie es heißt. Ah, ich komme jetzt nicht drauf. Aber das summe ich auch immer mal wieder mit, weil das so eine schöne Monotonie hatte und immer wieder durchging. Also ja, hat schon was. Also für dich ist das bestimmt interessant. Das könnte ich mir Okay. gut vorstellen, dass du das wahrscheinlich auch nicht so sagen wirst, oh, das war total toll, aber du wirst wahrscheinlich auch so manche Sachen denken, oh, klasse. Also Okay, gerade was die ist Musik notiert. betrifft. Dann ergibt es Da auch würde Sinn, mich auf dass. jeden Fall interessieren, was du davon Okay. hältst. Dann gibt es auch Sinn, dass bei Roof erschienen ist. Ja, also es ist schon, Weil er halt so musikalisch ist. also es hat schon wirklich super Momente und ich war wirklich richtig reingezogen tatsächlich in das Stück. Also das ist ja auch schon was. Also ich habe, hinterher hatte ich dann auch gedacht, was wollte man mir jetzt damit sagen? Das ist aber das Problem natürlich, weil die Story nicht zu Ende ist. Also ist ja nur quasi ein Fragment der Stück und man hat halt eben nur diesen Ausschnitt, der eben kein Finale im eigentlichen Sinn hat. Ja, dann darfst du gleich weitermachen mit dem Doppelbrainflower. Ja, Brainflower Media bringt ja immer mal gern wieder kurze Hörstücke zu Gehör, die von der Busch? Christian Rode Ach Schauspielschule, so. oder Sprecherschule ist es ja, ist ja gar keine direkte Schauspielschule. Ja, die Absolventen da drauf, beziehungsweise die Studenten von dieser Schauspielschule, die machen halt Hörspiele. Carmen Molinar leitet das Ganze und Andy Süß schreibt die Stories und führt da wohl auch mit Regie. Ja, es gab jetzt im August zwei Hörstücke, Seance und Der Turn zu hören, die jeweils recht kurz waren, knappe Viertelstunde und da wirklich einfache, kurze, pointierte Stories in beiden Fällen, die jetzt nicht vor Geist und Witz sprühen, die sind halt relativ normal, wie gesagt, eine kleine Pointe dran. Es lebt halt davon, wie die Schauspieler sind. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Beim letzten, was wir gehört haben, war ja dieses Ding mit dem Pfarrer, dich erinnerst? Ja, sehr wohl. Ja, Ja, mit der Pharao. hatte ja richtig was. Und hier fand ich es, also merkwürdig besetzt. Also ich fand die Rollen irgendwie gar nicht so glaubwürdig. Zum Beispiel bei dem Stück Der Turn, wo es also um so eine quasi Klassenfahrt auf einem Segelschiff ging. Da war zwischen Kapitän und der Mannschaft und diesen Schülern. Das war irgendwie, hab ich da das Gefälle nicht wahrgenommen. So, das Erwachsenen-Kinder-Gefälle. Und auch wie die Rollen teilweise gesprochen wurden, hätte ich jetzt von der Sprecherschule irgendwie tatsächlich ein bisschen mehr erwartet. Das war teilweise schon, ohne das despektierlich zu meinen, aber das war für mich wie, wenn das Hörspielprojekt irgendwas genommen hätte und das einfach so wegproduziert hätte. Und also da muss ich ganz ehrlich sagen, von der schauspielerischen Leistung war ich da von vielen Amateurproduktionen eher angetan. Liegt auch vielleicht daran, dass ich jetzt hier eine andere Erwartung hatte und dachte, naja, wenn das von der Sprecherschule ist, dann wird man ja schon dafür sorgen, dass das auch entsprechend klingt. Und also das hat mich hier in beiden Fällen tatsächlich nicht besonders gerissen, muss ich sagen. Aber hört es euch mal an, wie gesagt, mein Ding war es jetzt nicht, aber man kennt das ja. Manchmal hört ihr ja ganz anders als ich. Muss ja nicht Hörspiel des Monats sein. Ach Mensch, Nein. apropos. Ja, apropos, auch guck mal, gibt es ein Hörspiel des Monats? Haben wir da auch sowas wie einen Umklapppunkt für? Nee. Bitte? Ach so, den hatte ich jetzt ja gekriegt. Ja, haben wir, genau. Achso, okay. Nein. Nein, Hörspiel des Monats Juli wurde die Anhörerin von Andreas Unger. Ja, normalerweise Hörspiel des Monats. Manchmal ist es ja gar nicht so unser Ding. Und manchmal, wie in diesem Fall, muss ich sagen, ja, gute Wahl tatsächlich. Denn die Anhörerin hat mir auch richtig gut gefallen. Hatte ich da nicht drüber erzählt oder hatte ich das nur dir Ja, im Off also mir erzählt? kommt es auch gerade sehr bekannt vor, ja. Ich glaube, du hast ein paar Sätze zumindest schon dazu gesagt. Okay, ja, das ist alles so lange Ja. her. Ja, die Anhörerin ist eine ehemalige Künstlerin, die sich jetzt beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge verdient und dort als, wie der Titel schon sagt, Anhörerin sich die Vitas von Flüchtlingen anhört und danach Entscheidungen trifft,
Und zwar derart, dass es ja eben Vorgaben gibt, was eben als Flüchtling anerkannt wird, was als subsidiär schützender Flüchtling anerkannt wird und so weiter. Es gibt ja verschiedene Stufen, die dann auch unterschiedlich mit aufenthaltsrechtlich von Belang sind und entsprechend lange Aufenthalte hier ermöglichen oder eben auch das nicht tun. Und ja, sie geht da sehr strikt in ihrer Arbeit vor. Also sie lässt sich das erzählen und gleicht das dann ganz einfach mit den gesetzlichen Vorgaben ab. Und mit diesem Anspruch geht sie dann auch von der Arbeit nach Hause, in diesem Fall in die bayerische Provinz. Und wird dort gleich angegangen, weil sie eben auch im Zweifel für Flüchtlinge entscheidet und wird dann da quasi als Linke bezeichnet, die dann alles ins Land lässt. Umgekehrt kommt sie dann in ihre ehemalige Künstlerkolonie, sage ich jetzt mal, also in den Dunstkreis ihrer Künstler und wird dort angegangen, eben wie sie sich da so quasi zur Gehilfin des rechten staatlichen Terrors machen könnte und da Flüchtlinge degradieren könnte und quasi diskreditieren könnte, indem sie diese ganze Fluchtgeschichte quasi einfach ablehnt. Und sie steht also da quasi zwischen allen Stühlen und das ist ein interessanter Blick, weil das tatsächlich auch so stehen gelassen wird. Also es gibt so, ihre Rolle ist jetzt auch nicht so die reine Protagonistenrolle, wo ich sage, ja, die macht jetzt alles richtig. Aber auch genauso sind die anderen beiden Lager, die da auf sie einprasseln, auch mit Kritik behaftet und werden auch so dargestellt, wie sie sind. Also dass sie auch so relativ oberflächlich alle mit dem Thema umgehen und da ihre Meinung einbringen und aber gar nicht sich für die Tiefe der Materie interessieren. Und das ist wirklich richtig gut dargestellt, weil das halt das Ganze nicht wertet, sondern tatsächlich einfach mal so diese Meinung aus allen Richtungen zulässt und da einfach mal stehen lässt und die zwar in dem Stück halt eben dann jeweils von der Protagonistin, die sich dann halt mit auseinandersetzt, aber das Hörspiel an sich tut das nicht. Und das fand ich wirklich ein wirklich gutes Stück dadurch, dass man eben jetzt hier das einfach mal stehen lässt. Und ja, also das hat es tatsächlich verdient. Das fand ich auch sehr beeindruckend, sehr interessantes Thema, sehr gut dargestellt. Eben auch mal so dargestellt, wie man es jetzt nicht unbedingt erwartet. Und ja, würde ich euch doch dringend ans Ohr empfehlen. Das fand ich wirklich gut. Dann, die drei Fragezeichen sind 200 geworden. Also 200 Folgen. Ja, war ein großes Ding. Von langer Hand angekündigt, betrommelt und mit diversen Videos unterfüttert, feiert Europa tatsächlich 200 Folgen, drei Fragezeichen. Das ist wirklich ein dickes Ding. Zur Feier des Tages hat man sich eine lang Folge gegönnt, die bei den CDs weiß ich nicht, drei CDs wahrscheinlich. Bei den LPs sind sechse, hinweg geht und obendrein noch ein absoluter Klassiker nochmal ausgebuddelt wird, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich das feurige Auge. Das wir ja aus dem Fluch des Rubins noch so ein bisschen vielleicht kennen, aus Kindheit noch, als es noch Rama, Sidri, Randor und ja, die ganzen Konsorten gab. Und alle tauchen sie auch wieder auf, also die, die noch leben zumindest. Ja, erstmal sind die drei Fragezeichen auf irgendeiner komischen Tour in so einem Berg unterwegs, wo Justus die zwei anderen hineingelotst hat. Ja, warum hat er erstmal nur so bedingt verraten? Danach kommt dann eben raus, dass er auf der Spur eigentlich eines Schatzes war, der dort hätte vergraben sein sollen. Dem ist aber nicht so, sondern Spoiler, es handelt sich mehr oder minder um einen Jugendstreich. Und natürlich sind Bob und Peter richtig angepisst, dass Justus da so einen Aufwasch macht und die beiden da in diese Grube reinschleppt. Aber nicht nur deswegen, sondern ja, sie wären da auch fast nicht mehr rausgekommen. Denn das hat ein bisschen Anstrengung gekostet und kostet auch riesen Ärger, den dann auch die Eltern der drei Fragezeichen zu spüren bekommen. Ja, nach diesem ganzen Gemecker passiert das, was im Endeffekt das ganze Hörspiel oder das Großteil dieses Hörspiels umtreibt, nämlich Justus ist verschwunden. Bob und Peter finden ihn nicht mehr auf. Im Wohnwagen finden sie aber Spuren, dass Justus sich anscheinend mit jemandem im Wohnwagen unterhalten hat, im Wohnwagen, also in der Zentrale unterhalten hat. Und ja, so ein, zwei Spürchen weiter kommt dann eben auch dieser alte Fall wieder auf den Schirm. Mit dem feurigen Auge, unter anderem der August, der Gus, genau, der auch wieder dann, also jetzt nicht direkt auftaucht, sondern es wird über den Anwalt zum Beispiel, der damals auch eine Rolle gespielt hat, der taucht wieder auf. Also die ganzen Figuren aus dem Fluch des Rubins werden wieder so ein bisschen aufgerollt, um herauszufinden, warum
Gus anscheinend hier in Amerika ist. Der wohnt ja eigentlich in England, glaube ich, war es, ne? Ja, genau, da rufen sie nämlich auch an und erfahren da eben, dass Gus eine Einladung erhalten hat, eine ganz merkwürdige Einladung von einem gewissen Mr. White. Gus wollte dann eben nach Amerika reisen und natürlich auch die drei Fragezeichen besuchen. Ja, aber wo sind sie denn und wo ist Justus, ist die große Frage. Das wirklich Clevere an der Art, wie das Ding erzählt wird, ist, dass eben der Fokus voll auf Bob und Peter liegt, die versuchen, den Spuren nachzugehen, die Justus hinterlassen hat und ja dann so nach und nach eben auf diese Spur des alten Falles nochmal gelenkt werden und auf einige interessante Personen treffen, unter anderem auf diesen Mr. White, der von Till Hagen gesprochen wird, wo man schon weiß, oha, Till Hagen. Till Hagen, der anscheinend noch nie eine Rolle bei den drei Fragezeichen hatte. Das fand ich auch sehr bemerkenswert. Also sagt er zumindest in einem Interview, dass sie hier im Rahmen der 200 rausgegeben hat. Das hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte, Till Hagen ist doch bestimmt, ne? Anscheinend nicht. Oh. Oder kann sich nicht mehr erinnern. Bei den vielen Rollen. Ja, und dann an einem gewissen Punkt der Geschichte scheinen sie eben Justus immer näher zu kommen und da, pam, auf einmal taucht er wieder auf und alle drei sind wieder vereint. Tja, was ist Justus widerfahren? Und dann eben der clevere Schachzug. Es wird quasi dann von Justus nochmal erzählt, was denn passiert ist. Und das ist schon sehr spannend und sehr, ja, teilweise dramatisch. Und das hat schon diesen Jubiläumsschmiss, sage ich jetzt mal. Also wo man an einigen Stellen so ein bisschen drüber geht und das auch in dem Fall tatsächlich voll okay ist, fand ich. Das fand ich im Nachhinein auch bemerkenswert. Es passiert dann natürlich noch einiges mehr, also ein paar Sachen fand ich komisch. Also das mit dem Motorrad zum Beispiel. Ja, das ist ein ganz netter Gag, sage ich jetzt mal. Aber also das ist schon ein bisschen merkwürdig und überzogen. Irgendwie passt es auch nicht zu Justus. Aber vielleicht ist es auch gerade deshalb so ein Gag und so gewollt. Deswegen, den lassen wir durchfahren. Das ist okay. Okay. Ja, dann geht es eben, wie gesagt, ans Eingemachte. Das feurige Auge scheint irgendwie noch irgendwo zu sein, denn anscheinend hat es derjenige, der es gekauft hat, ne? Es geht ja um den Fluch damals. Es sollte ja gekauft werden, als Geschenk empfangen oder gefunden. Es wurde ja gekauft und Gus hat ja Geld dafür bekommen. Aber anscheinend hat das feurige Auge Amerika damals nicht verlassen. Denn es scheint dort, wie weit darf ich erzählen? Ich erzähle noch, dass es anscheinend einen Autounfall gegeben hat, aber mehr nicht mehr. Ja, und dann führt die Spur, so viel verrate ich noch, in ein anderes Land. Okay, Punkt. Mehr verrate ich nicht. Doch, eins noch, es wird ein schöner Bogen zu 100 auch geschlagen. Also es sind sehr viele Referenzen, natürlich in erster Linie zum Fluch des Rubins, aber auch an andere Fälle, unter anderem eben der Bogen zu 100, das fand ich auch ganz clever. Und man bastelt tatsächlich dann ein wirklich schönes Finale, wo nochmal richtig, richtig Gas gegeben wird und richtig... Ja, jetzt nicht episch wird, aber doch schon einiges nochmal obendrauf gelegt wird. Was aber, wie gesagt, was ich im Nachhinein auch für mich selber merkwürdig empfand, was voll okay war tatsächlich, was auch diesem Fall sehr stimmig war. Ja, obwohl man eben, wie gesagt, an vielen Ecken wirklich drüber war, hat mir das echt gut gefallen. Der einzige Manko, das habe ich euch aber schon mal gesagt, ist, dass ich sehr enttäuscht von der LP-Version war. Aber das sei dahingestellt, ich habe es trotzdem genossen, dieses Hörerlebnis trotzdem auf LP zu hören. Ich weiß, das hat mit der Folge nichts zu tun, aber trotzdem, das war sehr schön. Die Folge selber hat mir wirklich gefallen. Auch in der Dimension tatsächlich. Auch überraschend tatsächlich, dass das funktioniert hat. Und ja, doch, schönes Jubiläum, muss ich sagen. Also ich hatte auch, ich kann mich da nur anschließen. Mir waren ein paar Längen, sind mir aufgefallen, gerade gegen Ende. Aber das hat es wettgemacht, weil der Fall tatsächlich interessant war. Also ich habe jetzt so eher so das so empfunden, dass er das jetzt macht mal hin. Ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. So nach dem Motto, es ging mir eigentlich nicht schnell genug. Das habe ich so als, würde ich jetzt so als Längen bezeichnen. Also nicht, dass es langweilig war, aber dass es sowas war, wo ich dachte, jetzt kommt, das muss jetzt, ich will doch jetzt wissen, wie es fertig wird. Und ansonsten, ja, tatsächlich. Also wie du schon sagst, eine tolle Folge, gerade eine Referenz auch für die alten Hörer, so wie mich, die damals die ersten Folgen tatsächlich so am Ohr hatten und quasi das so treue Begleiter sind über die gesamten Jahrzehnte, die das Ganze jetzt schon dauert. Ja, ich war auch sehr angetan.
Auch krass, dass man das erfüllen konnte dann auch, ne? Also da war ich auch Ja. überrascht, dass, also es ist ja schon, Ja, ein das hoher sowas hätte auch Anspruch, total schief gehen können, tatsächlich, auch ja. wenn man eine alte Folge dann noch als direkte Referenz nimmt, aber das hat wirklich, natürlich hat man die Sprecher auch zur Hand gehabt, Stefan Krasinski zum Beispiel als Gus. Das ist schon toll, wenn man dann auf sowas zurückgreifen kann. Und Gabriel White, Till Hagen, toll. Also wirklich sehr schön. Ja, würde ich dann auch mal empfehlen. Also Und Jürgen Thormann auch super. für mich ist das die beste Jubiläumsfolge bislang. Ja, das finde ich auch. Ja, die ragt Würde eindeutig ich auch daraus behaupten. hervor. Ja. Ja, springen Klassiker. wir zu den Klassikern. Bei All Ears gibt es eine alte Fontana-Produktion auf die Ohren, die ich dann doch mal hören wollte, weil ich die noch nicht kannte und tatsächlich mich das Thema auch ein bisschen interessiert hat, weil auch das Cover dann doch schon ein bisschen was anderes verspricht, als man sonst so bei All Ears mit den ganzen Märchen und Kasperle-Dinger. Also jeder sah schon etwas ansprechender aus und interessanter. Und das Thema war auch ein besseres. Und zwar geht es um die Entdeckung des Tutanchamun am Moon. Das ist eine alte Fontana-Produktion und in 40 Minuten erzählt man hier quasi von den Grabungen von Howard Carter und seinen Mitstreitern in Ägypten, die jahrelang vergeblich im Sand wühlen und jetzt endlich vor der großen Sensation stehen, das Grab des Tutanchamun zu finden. Das fand ich tatsächlich richtig gut. Also Okay. die Kürze der Zeit, 40 Minuten, hat man. Am Anfang denkt man, das geht jetzt gefühlt die Hälfte der Zeit nur darum, dass sie also so von Misserfolg zu Misserfolg und dann endlich die Hoffnung haben und dann dauert es aber noch mal eine Zeit lang, bis das Grab gefunden wird. Aber das ist echt total kurzweilig und wirklich richtig gut erzählt. Also ohne große Brimborium drumherum schmeißt man sich da direkt in die Gruppe rein. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit man das, wenn man das jetzt als Kind wahrnimmt und hat noch nie was davon gehört, inwieweit man das Ganze direkt versteht. Weil es gibt da auch keine großartigen Erklärungen vorneweg, was da gerade passiert, sondern man stößt da mitten in diese Forschergruppe, die da quasi sich durch Ägypten schaufeln. Ja, aber ich sag mal, wenn man da von dem Thema schon gehört hat und war das richtig gut und ich fand das top erzählt in der Kürze der Zeit, ja, würde das dringend empfehlen wollen. Wirklich eine schöne Folge. Schön. Ja, das ist echt Interessant. gut Hätte ich jetzt nicht geworden. gedacht. Cool. Ja. Ja, wo ich ein bisschen enttäuscht, was heißt ein bisschen enttäuscht war, ich wurde ja vorgewarnt vor dir, ich habe auch die Götter aus dem Aldern gehört, weil das ja schon so ein Ding ist irgendwie. So, ja, das muss man dann doch irgendwann mal gehört haben. Die MCs kosten 5 Millionen Euro. Nein, keine Ahnung. Ja, und es ist Däniken, aber ja, also. Das ist so merkwürdig. Also ich hatte halt wirklich was völlig anderes erwartet. Aber ich war ja schon vorgewarnt. Aber was hier abläuft, ne, Ja, das gerade ist die so zwei, oder? komisch. Das ist so merkwürdig. Also ich habe keine Ahnung, was damals geraucht wurde, wollte ich fast schon Ja, sagen. es Also ist schon extrem, ja. nee, da, also das kann man auch geflissentlich beiseite lassen. Das muss Ja. man jetzt nicht wirklich hören haben. Dafür ist das zu merkwürdig und vielleicht, wenn man sich ein bisschen was einpfeift, okay, weiß ich nicht, aber so? Aber ich glaube, wenn man die Cover sieht, dann weiß man es schon, dass das nichts werden kann. Ja. Sehr merkwürdig. Nee, nee, Ja. nee. Dann doch lieber ein Pidax-Klassiker. Und zwar aus einer Reihe, die ja eigentlich immer Spaß gemacht hat und jetzt schon in der fünften Folge rauskommt, nämlich die Jagd nach dem Täter von, also die Geschichten sind von Jochen Schöberl dieses Mal. Ja, die machen dann doch sehr viel Laune, muss ich sagen. Es geht wieder rund um die Welt, also wirklich rund um die Welt. Südamerika, Bayern, London, also man ist überall unterwegs und sucht eben nach dem Täter und das machen eben die diversen Kommissare, Hauptkommissare, wie sie eben dann auch immer heißen in ihrem jeweiligen Land. Das Einzige, was ich immer ein bisschen merkwürdig fand bei der ganzen Geschichte, ist, dass da relativ wenig Land dann trotzdem rüberkommt. Also das klingt dann schon sehr ähnlich teilweise, ob die jetzt in Südamerika oder in Bayern sind. Ja. Das klingt dann schon immer trotzdem sehr. Man merkt dann nur den Namen und den Orten. Genau, das Ja. ist es. Genau, mehr ist es Es ist dann aber überall auch nicht. Derrick ist überall gleich. Derek in Ja. Südamerika, genau. Das ist eigentlich das Ja. Einzige, Ganz was mich. verwirrend wird dann, wenn in Südamerika noch ein Kimono gekauft wird. Das ist eigentlich das Einzige, was mich wirklich, was mich so ein bisschen irritiert, sage ich jetzt mal, jetzt nicht großartig stört. Denn wenn die Krimis erzählt werden, ist das tatsächlich, das ist ein bisschen spröde.
Hat so einen spröden Charme, ist aber dennoch, muss ich sagen, unterhaltsam. Und die Fälle selber sind halt aus dem Leben gegriffen und haben sowas Authentisches. Ist merkwürdig, obwohl es halt so komisch damals erzählt wird, verdeutscht quasi. Aber es wirkt trotzdem durchaus authentisch und macht dann tatsächlich Spaß. Und es sind spannende Fälle. Also gerade hier der London-Fall hat mir ziemlich gut gefallen. Und das kann man sich wirklich bedenkenlos gönnen. Also so Krimi-Fans, die hören das in einem fort weg. Das sind diese schönen Halbstünder-Formate. Das ist wirklich sehr schön zu hören und macht wirklich Laune. Also da kann man bedenkenlos zugreifen. Und das war wirklich bei den anderen Vieren, bis auf der erste war ja ein bisschen merkwürdig. Da musste man sich aber, glaube ich, besser an das Konzept hier gewöhnen mit denen. Das war ja auch sehr international, die erste Staffel. Aber ist wirklich schön. Und also die Stimmen, die man da zu hören bekommt, ist natürlich der Hammer. Ja, da ist wirklich alles dabei. Ist alles dabei, wirklich. Was so Rang und Namen hat. Kann man sich sehr gerne gönnen. Würde ich da auch sagen. Ja, etwas merkwürdiger, aber nicht desto weniger hörenswert ist Die Maschine steht still von Edward Morgan Foster, der NDR-Produktion aus dem vergangenen Jahr. Der DRV bringt das Ganze jetzt auf CD raus, und zwar ist das Ganze seit Ende August im Handel. Es gab es aber auch vorher schon als Download beim NDR zu hören. Es geht um, ja, Die Maschine steht still, eine Maschine, die Edward Morgan Foster im Jahr 1908 schon beschrieben hat. Und das ist eigentlich das Grausame daran, dass das heute fast alles tatsächlich so eingetroffen ist. Die Maschine ist also quasi eine Art Supercomputer, der alle Menschen anleitet, also quasi eine Superintelligenz, und alle sorgen dafür, dass ja diese Maschine ständig mit Leben gefüllt wird. Man macht ja so eine Art Selbstoptimierung immer durch und versucht der Maschine quasi so zu gefallen, indem er sein ganzes Leben quasi danach richtet, was so gerade um einen rum passiert. Also das ist eine schöne Metapher dafür, wie man heute quasi so mit dem Handy und Instagram-Stories macht. Dann gibt es aber auch den Protagonisten, der dieses Stück hier antreibt. Das ist der Sohn. Und dessen Mutter ist halt eben voll in diesem maschinellen Wahnsinn gefangen und er versucht auszubrechen und erlebt auch, dass es eine andere Welt gibt. Und zwar momentan lebt die Menschheit halt unter der Erde, aufgrund, was nicht näher beschrieben wird, aber die Oberfläche ist halt verseucht und man kann dort nicht mehr leben, sagt man. Aber der Sohn hat festgestellt, ja, es geht dann doch irgendwie und versucht jetzt eben aus diesem Kosmos auszubrechen. Und das ist wirklich ziemlich gut beschrieben. Also das war wirklich total spannend zu hören. Und diese Vergleiche zu sehen, ein Stück, was über 100 Jahre auf dem Buckel hat, was so gut die heutige Gesellschaft beschreibt, ist wirklich grandios und ja, hat mich total begeistert. Deine Katze auch. Meine Katze auch. Meine Katze ist wie wild drauf und vertreibt Timmy den Hund gerade. Urlaubsvertretung. Weißt du, wie lange ich das Ding schon auf meiner Liste habe? Oh, ich weiß nicht, seit einem halben Jahr. Ich weiß, so lange gibt es noch nicht. Aber das wollte ich immer hören. Ja, jetzt werde ich es auf jeden Fall machen. Ja, hör das mal. Das ist wirklich, es ist ein bisschen, ich finde das Cover eigentlich auch ein bisschen zu spröde. Wer soll sowas kaufen? Da hätte man ein bisschen was Schöneres draus basteln können. Ich finde das ganz schick eigentlich. Ja? Das hat so einen Sowjet-Charme irgendwie. Wie so ein Sowjet-Plakat irgendwie von den Farben und so. Da stehe ich ja voll drauf. Also, wenn ich sowas sehe, das finde ich immer super. Ich linke Bazille. Ja, du. Ja, hey. Alter Stalinist. Jo. So, zu den Punkies, wo wir schon dabei sind. Genau, mach du mal die Punkies, ich guck mal nach der Katze. Guck mal nach der Katze. Die 16 High Life, ja, mit AI. Genau, es geht um Haie. Wir kennen ja den Surfer Duke und Charco noch eventuell aus einer vergangenen Folge. Die hatten ja ein kleines Problemchen mit den Punkies, denn die Punkies haben sie ja quasi beim Klauen erwischt und eingesackt und dann haben sie sich entschuldigt und quasi auch mit als Entschuldigung laden sie die Punkies ein nach Sylt, denn dort arbeitet ein Freund in einem Restaurant, der hat so eine eigene Butze hochgezogen und hat die so ein bisschen zu so einem Innenlokal, sag ich mal, hochgeschwurbelt und kocht da eben vor allem die Sandkiste und kocht da eben vor allem Fisch. Ja, dort sollen eben die Punkies dann auftreten. Da siehst du ein Bayer, wo er sagt, naja, die Punkies, sie können dann auftreten und meine Gäste hier bespaßen. Finden die Punkies erstmal irgendwie
doof und merkwürdig, aber dann sagen sie, okay, denn es wird merkwürdiger, denn es kommt da so ein ganz ausgewählter, ja, Kreis von Leuten, der auf so einer Nobeljacht, abgeschottet von der Öffentlichkeit, irgendwie vor Anker liegt, vor Sylt, und die sollen dann da eingeschleust werden und sollen dann so ein Supermahl bekommen. Und das soll anscheinend auch so die absolute Oberauszeichnung dann eben für den Freund Willi sein, der eben diese Lokalität betreibt. Dort arbeitet auch ein netter einer als ja, Mädchen für alles, der ja, nimmt die Bestellung entgegen und macht's und tut und tut und macht. Währenddessen die Punkies eben von vielen aussterbenden Fischen irgendwie parallel mitbekommen. Unter anderem geht es um einen Hai und dann stellt sich auch noch raus, dass der Sharko, ja, wer hätte es gedacht, ein Riesenhai-Fan ist. So kommt ihnen so langsam der Verdacht, dass da in dieser Butze vielleicht irgendwie auch Fische landen, die nicht so ganz hätten gefangen werden sollen, dürfen können und so weiter. Da widerspricht aber dieser junge Bursche, der bei Willi arbeitet und sagt, sowas würde ich nie machen. Tja. Aber jetzt kommt eben dieser komische Kreis von, ja, Gourmets und, ja, was wird denn wohl serviert? Und die Punkies haben eben einen Verdacht und so, ja, steht dieser Verdacht im Raum und eines Abends entdecken sie eben am Strand, dass da komische Sachen passieren und von dem Schiff aus irgendwas eingeschleust wird und der Verdacht, na, das verrate ich nicht. Naja, das kann man sich ja denken. Ja. Ist eine sehr merkwürdige Folge, erstmal so vom Setting, ist aber auch wieder okay, tatsächlich. Das, obwohl das alles sehr merkwürdig ist, hier atmet das schon sehr viel Sylt und hier die Surfer und so, das hat auch wirklich lustige Passagen, als zum Beispiel der Keyboarder, der ja immer erzählt, dass er auch hier auf der ganzen Welt unterwegs ist und da schon gesurft hat und so, dann mal aufs Board gesetzt wird von den zwei Surfern. Und dann halt irgendwie voll in die Grütze geht. Und ja, so ein paar lustige Sachen sind da schon drin. Also, ja, ein bisschen Konstruktoiraritis mit dem Sharko und dem Hai. Es ist ein bisschen merkwürdig. Es ist ein bisschen alles an den Haaren herbeigezogen. Aber letztlich ist wieder tatsächlich, wenn man das dann so hört, stört einen das nicht großartig, denn das macht tatsächlich beim Hören Spaß. Da ist Pfeffer drin. Das ist sehr lebendig und man merkt den Leuten einfach an, die haben wirklich da Spaß dabei. Das Skript ist einfach clever und nicht doof. Die Dialoge wirken halt, das wirkt alles sehr frisch und sehr lebendig und ich höre die Punkies wirklich gerne, auch wenn es so eine merkwürdige Folge wie die ist. Selbst das kann man sich anhören und hat keine Schmerzen dabei. Ganz im Gegenteil, es macht wirklich Ja, Laune. das ist jetzt gesagt, ich hoffe, das wird jetzt die erste Ausreißerfolge, wo es dann gar nicht mehr gut wird, weil das Nee. Thema konnte ich irgendwie, aber das ist ja so das Problem, dass man das eigentlich so auf dem Papier nie mit Musik in Verbindung bringen kann und dann passt es dann doch irgendwie. Ja, sie machen dann so eine Unplugged-Nummer und dann, da kommt sehr viel Musik vor tatsächlich in der Folge. Also man kennt diese Punky-Songs ja alle mittlerweile schon so, wenn man so ein paar Folgen gehört hat. Und da taucht dann alles so wieder auf und da kennt man ja. Gibt es auch schlechte Wortwitze? Highlight, High Fidelity. Lass mich mal überlegen. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das klemmt man sich echt komplett. Bis auf Sharko, der sich natürlich nach diesem Hai benannt hat. Okay. Das Motiv ist natürlich wieder, also das Motiv am Ende. Das wird hier eigentlich von Beginn an wird einem das quasi mit einem Brett vor Schädel gehauen. Vors Ohr dann quasi. Also, das ist keine große Überraschung, sage ich jetzt Okay. mal. Ja, dann zu was richtig dickem, dickem Fetten. Da Und soll ich zwar, erst noch den Haiwitz erzählen. du hast einen Haiwitz, ne? Ja, Na der dann. Hai löst Kreuzworträtsel. Und da steht dann da Meeresraubtier mit drei Buchstaben. Und er grübelt und grübelt. Und fällt nichts ein. Da kommt ein Wal vorbeigeschwommen. Da sagt er, hey Wal, warte mal. Hier, ich bin gerade am Kreuzworträtsel. Hier steht Meeresraubtier mit drei Buchstaben. Sagt der Wal, Mensch, bist du doof? Denk da mal an dich selber. Uwe. Ich glaube, den kannte ich schon, aber ja. Ja, es ist schön. Der ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Was jetzt nicht heißen soll, dass du schlechte Witze erzählst. Nein, auf keinen Fall. Nein. So, ich hole noch mal Ja. Atem für was wirklich ganz Großes. Der Audioverlag hat eine Box rausgebracht. Und zwar die Ernest Hemingway große Hörspieledition, die 8 Hörspiele beinhaltet. Und du hattest die Vermutung, dass es alle sind. Ja, und nicht?
Ich weiß es nicht. Ach so, Ich weißt du nicht. habe es nicht Ich guck nachkontrolliert. mal parallel. Guck mal parallel. Das meiste, das allermeiste sind SDR-Produktionen, also aus dem Südwestrundfunk, Süddeutschen Rundfunk. Also ganz früher hieß er ja SWF, dann hieß er SDR und dann hieß er SWR. Das ist echt witzig. Und eins ist eine WDR-Produktion. Und alles aus den 50er Jahren, eine aus den 70er Jahren, das ist ein Ausreißer. Und eine noch früher, Wem die Stunde schlägt, ist von 1948. Also ein richtig dicker Griff ins Archiv. Ja, Hemingway. Also ich und Hemingway, ich hatte tatsächlich nur eine Begegnung mit Hemingway, weil ich immer eigentlich der Ansicht war, dass das irgendwie nichts für mich ist. Weil ich nicht so ein Mann-Mann bin, sage ich jetzt mal. Also mir ist das immer irgendwie zu. Ah, wenn ich so Männer sehe, so Männer sehe, die sich mit so Männer-Männer-Themen rumschlagen, das ist mir mal so ein bisschen zu anstrengend, ganz ehrlich gesagt. Das trieft nämlich immer vor Schwere und man nimmt sich, finde ich, oft viel zu oft viel zu wichtig und ist oft dann doch gefühlt sehr aufgesetzt und also das war zumindest immer so ein bisschen mein Bild, bis ich dann tatsächlich Der alte Mann und das Meer gelesen habe und völlig begeistert war von diesem Buch, weil das einfach fantastisch geschrieben ist, wirklich da. Wow, habe ich in der Form noch nie gehabt, dass ich ein Buch gelesen habe und gedacht habe, da ist kein einziges Wort zu viel und zu wenig. Das war auch also eins der ersten Bücher, wo ich dann angefangen habe, auf Englisch zu lesen, weil das so toll war einfach. Das war sprachlich einfach so toll und selbst vom Thema her. Und das ist wirklich der absolute Knaller, wo ich danach bei dieser Hörspieledition wirklich bei allen Themen gedacht habe, boah, das sind alles so Männerthemen, die aber wirklich so toll einzelne Aspekte rausgezogen werden, die Betrachtungsweise einfach so toll ist und so toll ist von der Sprache und von der Darstellung her, dass das wirklich durch die Bank alles packend war. Es geht los mit einem Stierkämpfer. Gibt es irgendwas, ein männlicheres Thema als ein Stierkämpfer, die mir völlig zuwider sind. Aber am Ende dieses Hörspiels habe ich tatsächlich mit diesem Stierkämpfer saß ich in der Arena und habe mit ihm mitgefiebert und mit mir gezittert und getrauert. Und das hat mich so mitgenommen. Das war einfach nur wirklich fantastisch. Es geht letztlich um einen in die Jahre gekommenen Stierkämpfer, der nochmal einen großen Kampf haben will und dafür kämpft, eben diesen großen Kampf haben zu dürfen. Und dann mit einem, ja, quasi in Gefolgschaft eines jungen Stierkämpfers in die Arena kommt, der quasi mehr oder minder so, ja, so die nächste Generation ist und er dann eben nochmal alles auffährt und auch scheitert. Das finde ich eben das Spannende an diesen Dingern. Und das zieht sich auch komplett durch die ganze Box, dieses Scheitern der Figuren und was das mit den Figuren macht und wie menschlich das ist, einfach, wie menschlich diese Figuren sind und wie griffig und greifbar diese Figuren sind und das, was sie tun und wie sie denken und wie sie handeln. Ganz toll, wirklich. Und als der Unbesiegte, das war so ein Bombeneinstieg, das hat mich sehr gepackt, obwohl es eine Stierkampfgeschichte ist. Das ist wirklich aberwitzig eigentlich. Ja, was ist denn die nächste? Was Ja, war im denn das anderen nächste? Land sehe ich diese Weltkriegsstory. Die letztlich eine Liebesgeschichte ist, die auch sehr tragisch ist und gen Ende wirklich sehr, ja, brutal, wie nenne ich das? Emotional sehr brutal ist und einen auch ziemlich beutelt. Also gerade am Ende wirklich ziemlich beutelt. Ziemlich bestürzt dann zurücklässt, muss ich sagen. Dann, also die nächste Geschichte ist auch wieder, das wie Stierkämpfer, Großwildjäger. Genau das gleiche Genau. Ding, was mir völlig zuwider ist, wo du aber relativ fix in dieser Geschichte drin bist, wo es um einen Mann geht, der mit einer Frau verheiratet ist und quasi geplagt ist. Der Rahmen ist zwar diese Großwildjagd und die wird halt genommen, um symbolisch quasi darzustellen, wie er sich als Mann behaupten muss, vor allem seiner Frau gegenüber, die immer mehr auf ihn herabblickt und ihn als Versager sieht. Das ist eigentlich immer genau das Thema, was mich immer nervt an diesen Männergeschichten. Und hier ist das aber so toll auch dargestellt, auch in ganz aberwitzigen Hörspielsituationen, die für die Zeit wirklich auch, finde ich, fantastisch gemacht sind. Wie da teilweise erzählt wird, also gerade diese Jagdszenen, wie das erzählt wird, auch im Rückblick teilweise erzählt wird, das ist ganz toll und das klang teilweise sehr modern, wie das erzählt wird.
Das hat mich auch voll geflasht und das war auch bombenstark, fand ich. Obwohl es echt, es geht um Großwildjagd. Also es ist aberwitzig. Ja, und das ist ja gerade das Besondere, dass es dem immer wieder gelingt, einen in die Story so reinzuziehen, dass einem das egal ist. Genau, ja. Dann geht es um einen Boxer um eine Viertelmillion. Ähnliches, was heißt ähnliches Thema? Es schlägt in eine ähnliche Kerbe. Es geht um einen Boxer, der auch schon in die Jahre gekommen ist, ähnlich wie der Stierkämpfer, und dann nochmal einen großen Kampf haben will. Da geht es eben darum, auch um die Verhandlungen, die ja in den Hinterzimmern da getroffen werden, wo geguckt wird, wann er K.O. geht und wer auf was wettet. Und ja, dann am Ende stehen eben die beiden dann im Ring, um die es geht. Ja, da ist man das auch ganz toll umgesetzt. Da ist man auch sehr, sehr in der Geschichte drin. Also ähnlich wie bei dem Stierkampf, wo du in der Arena stehst, sitze da quasi mit den beiden Kämpfern im Boxring und bist voll drin und wirst voll mitgenommen in diese Geschichte. Und die hat auch eine sehr schöne Pointe tatsächlich am Ende dann noch. Ja, und dann Der alte Mann und das Meer, da muss man nicht viel sagen. Die Geschichte kennen wahrscheinlich die meisten. Wo ich mir nicht habe vorstellen können, wie man das als Hörspiel umsetzt. Das ist schwer, ne? Ja, das stelle ich mir auch schwer vor. Ist auch tatsächlich eher Monolog. Oder was heißt Monolog? Also sehr monoton, also es sind einfach wenig Hörspielszenen drin. Es ist halt nur einer da, ja. Es ist nur einer da, genau. Und der Rückblick eben auf die Jungen. Nichts zu sagen. Nee, aber auch eine ganz tolle Geschichte. Und da ist es auch sehr sinnvoll, dass man sich wirklich voll auf den Text in dem Fall stürzt. Sehr knappes Werk und wie gesagt, kein Satz zu viel und zu wenig. Und so prägnant und wirklich brillant und... Ja, ihr merkt, ich war sehr, sehr angetan von dieser Box und von den Verhörspielungen, die wirklich auf dem Punkt waren und ganz tolle Ideen hatten. Gerade bei dem Großwildjäger, also der hat mich völlig geflasht. Also gerade vom Hörspielerischen, diese Traumsequenzen und sowas, was man da eingebaut hat, also wirklich irre. Und richtig auf den Boden gesetzt hat es mich, als die Musik bei dieser Traumsequenz kam. Weil ich die wiedererkannt habe aus einem Märchenhörspiel, das ich als Kind viel gehört habe, Der Trommler. Okay. Mhm. Der Trommler. Und zwar war das auf, die habe ich neulich mal wieder ausfindig gemacht auf YouTube, weil ich die Kassette nicht mehr habe zu Hause und ich ums Verrecken wissen wollte, wo diese Märchen herkommen, weil ich die als ganz toll in Erinnerung hatte. Sind sie auch übrigens. Und da wird diese Musik verwendet, die just auch in dem Hörspiel als Traumsequenz vorkommt, in der Traumsequenz. Okay. Ja, sehr interessant. Also das ist eine granatenstarke Box und Audioverlag schafft dann auch noch diesen tollen Mehrwert, dass man über jede Geschichte dann auch nochmal was erfährt, drüber hinaus, entweder über die Entstehung oder was Hemingway damals umgetrieben hat und warum er die Geschichte so geschrieben hat und ganz, 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 ganz toll und ich bin schwer angetan und war größtenteils auch schwer überrascht tatsächlich, wie toll Hemingway ist. Also ich fand die damals auch gut, ich habe sie jetzt nicht nochmal neu gehört, aber die kam ja schon mal 2011, kam die ja schon mal raus und da, wie gesagt, das hat mich auch nachhaltig beeindruckt und mir sagten auch die ganzen Hörspiele noch was, also die haben sich auch definitiv festgebrannt und gerade dieses... Ja, wie du schon sagtest, dass das alles so Themen sind, die einem eigentlich auf Deutsch gesagt am Arsch vorbeigehen, aber das irgendwie schafft, dass man sich doch mit den Protagonisten anfreundet. Das ist halt wirklich eine ganz große Kunst. Das gelingt wirklich nicht jedem. Hier ist es quasi in jeder Geschichte so. Finde ich auch. Ja. Es geht weiter mit einem Krimi beim WDR und zwar mit dem Titel False Memory von Sandra Döther. Es ist ein Stück, False Memory heißt es, und darum geht es auch. Es geht um, kann man überhaupt Menschen eine falsche Erinnerung einpflanzen auf eine besondere Art und Weise. Denn hier geht es um einen merkwürdigen Fall, um eine Verwicklung der ermittelnden Beamten in diesen Fall. Die Kommissarin, die eigentlich hier im Mittelpunkt steht, zumindest wird das so am Anfang suggeriert, dass sie im Mittelpunkt steht, aber tatsächlich ist der wahre Protagonist des Ganzen ist ihr Kollege, der also auch ihr Untergebener ist, also der Harry Klein in diesem Stück. Und
Der stellt dann Merkwürdigkeiten fest an diesem Fall und ganz so glatt, wie die Kommissarin hier ermittelt, scheint das Ganze nicht zu sein. Und er holt sich, und das ist tatsächlich was Besonderes im Krieg, er holt sich prominente Hilfe, und zwar Axel Petermann und Lydia Benecke, die vielleicht der ein oder andere kennt. Also Lydia Benecke ist zum einen bekannt ja als Frau von unserem Marc Benecke, der ja in verschiedenen Bereichen des Hörspiels jetzt auch schon zugange war und den man allein auch daher schon kennen dürfte. Aber die beiden, also Lydia Benecke und Axel Petermann, haben auch, ich denke, das ist im Fernsehen, läuft das immer mal bei ZDF Info oder so, gibt es so True Crime Dokumentationen. Axel Petermann ist ein relativ bekannter ehemaliger Profiler aus Bremen, der so eine ganz interessante Art auch zu erzählen hat, also sehr charismatisch ist, so ein bisschen zwar so zurückhaltend in seiner Art, aber dem kann man unheimlich gut zuhören. Und Lydia Benecke kann er eben halt auch als Fun-Analytikerin richtig gut ja, so Fälle aufarbeiten. Und die beiden werden hier quasi als reale Personen mit in den Fall eingebunden und können durch ihr Fachwissen dem Ganzen nach so einen realen Touch geben. Also als ob das, was man hier erzählt, tatsächlich ein realer Fall ist und das Ganze hier nur eben dadurch betrachtet wird. Und das ist wirklich sehr interessant. Es ist vielleicht vom Krimi her ein bisschen spröde, aber diese Mischung, die reißt es dann wieder raus. Und insofern dürfte man das gerne hören. Also wie gesagt, als Krimi ist es vielleicht ein bisschen spröde, aber so zwischen Krimi und Dokumentation, diese Grenze, die ist schon wirklich interessant. Und das fand ich dann schon wieder richtig gut. Apropos gut, ja, Zeichen und Wunder. Halleluja. Ich habe einen Geisterschocker gehört, der mir Spaß gemacht hat. Guck an. Das ist nicht zu fassen. Die 82 Kathedrale des Todes. Von Thomas Tübner. Ja, was ist denn hier los? Wirklich, also ich bin immer noch ein bisschen baff, ob dieses Hörerlebnis ist. Denn es geht ja auch unterhaltsam anscheinend. Also man kann auch wirklich anscheinend ganz nette, also beknackte, aber ganz nette Geschichten schreiben, die mit den richtigen Leuten besetzen, die sich so ein bisschen kabbeln und ein bisschen tödelig sind und mal alles ein bisschen anders. Und schon klappt das irgendwie und das Ganze ist unterhaltsam. Also es geht ins Mittelalter. Dort in einem, ja irgendwo im Nirgendwo, in einer Gemeinde, dort ist so ein Markt und da treiben sich zwei Gesellen rum, der Wilhelm und der Isaac, und die verkaufen diverses Zeug an die Leute, das den Leuten irgendwie helfen soll. Also das sind so Eso-Heinis, sage ich jetzt mal, die eben ja diverse Tinkturen verkaufen und so tun, als wären sie die Obergelehrten. Dem ist aber nicht so, denn das sind einfach zwei Betrüger, die Leute abziehen. Und das merken die Leute leider dann. Und so scheint es ihnen an den Kragen zu gehen. Aber man bietet ihnen die Möglichkeit, ja, sich zu rehabilitieren, dadurch, dass es nämlich in diesem Ort oder in der Nähe dieses Ortes im Gebirge ein Kloster gibt. Und sie werden also in dieses Kloster geschickt, von dem es aber heißt, dass es da nicht mit rechten Dingen zugeht. Und dort sollen sie eine Nachricht überbringen. Also machen sie sich auf, überlegen sich aber dann unterwegs, das ist vielleicht doch eine doofe Idee. Lass uns das mal nicht machen. Und es passieren dann auch komische Sachen. Aber was sie nicht gemerkt haben, sie wurden nämlich verfolgt, weil sich ein paar aus dem Dorf schon gedacht haben, dass die wahrscheinlich nicht einhalten werden, was sie versprochen haben. So werden sie quasi auf frischer Tat ertappt und freundlicherweise zum Kloster geleitet. Und in dem Kloster geht es dann tatsächlich nicht mit rechten Dingen zu. Denn dort hausen so Monstermönche. Und dort geht es dann so ins Gruselige. Aber alles im Rahmen, also ist natürlich alles beknackt, ist alles Groschengrusel und so weiter und so fort. Aber allein dadurch, dass diese Rahmenbedingungen so schön gestaltet werden, dieses Dorf zum Beispiel und diese wirklich sehr schön besetzten Dirk Hardegen und Marc Schülert, Betrüger, die sich so ein bisschen kabbeln, die einfach wirklich sehr lebendig agieren und alles drumherum agiert sehr lebendig und hat alles Pfiff und Schmiss. Und auf einmal geht das und man kann sich das anhören, ohne permanent mit dem Kopf an die Tischplatte zu klatschen. Danke, ja, es geht doch. Ich würde schon sagen, kein Gordon Bleu dabei, aber du weißt, wen ich meine. Ja, danke Thomas Hübner. Ja. Sehr schön. Ja. Mehr davon, bitte. Geht doch, ja, gerne. Ja, fand ich auch tatsächlich richtig gut.
Ja, es ist aber auch, weil man merkt auch den allen Beteiligten an, dass man das hier nicht so ernst nimmt. Das ist, glaube Ja. ich, die Quintessenz da dran, also beziehungsweise das, was das Ding ausmacht, dass man halt mit dem Thema ziemlich locker umgeht und das auch immer mit einem Augenzwinkern erzählt, bei aller Dramatik, die das Stück am Schluss hat. Aber man verliert da nie so das Selbstreflektieren und man hat halt nicht dieses sich so ernst nehmende. Und das ist da wirklich großartig. Ja, Und das ist auch das dafür, dass das Ganze unterhaltsam alleine durch ist. die zwei Hauptfiguren, Ja. die machen das letztlich, ne? Und die haben dann Ja. Zügel in der Hand und schon klappt das. Eigentlich wirklich, also wenn du von außen drauf guckst, sehr simpel. Ja, Nehmt eigentlich euch ist nicht so ernst, es so ja. einfach sein. Ja, genau. Nehmt Ja. euch nicht so ernst, ganz einfach. Genau, dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Ja, Ja. nehmt euch nicht so Ja. ernst. Gruselserie Nummer 4, Projekt X, Invasion der Aliens. Eigentlich erstmal vom Setting her sehr clever. Es geht um zwei Jugendliche, die am Radio rumfriemeln, nicht am Radio. Na, wie heißt das hier? Der Der Empfänger? für Der Funkgerät. Weltempfänger, nein, Funk. Genau. Danke. Und dort etwas Merkwürdiges zu Ohren bekommen. Nämlich, dass dort im nahegelegenen Wald etwas Komisches vonstatten geht. Dort scheint das Militär irgendwelche komischen geheimen Sachen zu machen. Das Projekt X. Na, was macht man da als Jugendlicher? Auf Genau. aufs Rad und ab in den Wald. Wo man natürlich hinkommt, klar ist er nicht abgesperrt. Geht schon. Nee, Man passt kommt ja da. schon. Ist aber geschenkt. Man kommt halt da dann durch und ja, da passieren wirklich komische Sachen. Das sind nämlich Außerirdische. Also komische Wesenheiten, die da so Gestalt annehmen und dann haut's die Jugendlichen um. Und das war's erstmal. Dann wachen sie in einem Forschungszentrum auf vom Militär, wo seit Jahrhunderten, nein, seit vielen Jahren an diesem Projekt X geforscht wird, denn scheinbar hat man diese Außerirdischen gezüchtet bzw. unter Verschluss gehalten und geguckt, was die denn so machen. Und was passiert natürlich, wenn das Militär sowas macht, das geht in die Hose. Natürlich. Die entfleuchen und nehmen dann komische Gestalt an und ja, alles steht Kopf, denn man hat die nicht mehr unter Kontrolle und so Außerirdische, die sind ja nicht doof. Die haben ja schon ein bisschen was in der Birne oder in der außerirdischen Birne. Und ja, was sie dann eigentlich wollten, ist dann eigentlich ganz nett. Und sie nehmen eben, was eben eigentlich vom Ding her gar nicht so schlecht ist, dass diese Jugendlichen, bis auf eine sehr lange Szene, die man sich irgendwie hätte sparen können, dieses Gequatsche zwischen den Forschern, das ist irgendwie doof, weiß nicht. Ja. Das kann man doch einfach streichen, oder? Ja, hat einmal jetzt auch kein. Also in dem Moment erklärt es ein bisschen was, aber man erfährt da nichts, was man später im Hörspiel eh Naja, dann erfahren hätte. streichst du das, dann hast du 10 Minuten weniger, dann hast du ein knackiges Hörspiel. Und so Ja. hat man das wieder das Gefühl, dass es ein bisschen in die Länge gezogen ist und hätte nicht sein müssen. Ja, dann nimmt das Ganze eben die Wendung, wie man es eigentlich schon erwartet und Schluss ist. Ja, es ist okay. Ja, Der also ich große fand Wurf das. ist es wieder nicht, aber das war okay, das konnte man sich gut anhören. Wie gesagt, bis auf die eine Szene, die hat mich echt genervt, muss ich sagen. Das Nee, hätte nicht sein die hätte müssen. ich auch nicht gebraucht, aber tatsächlich fand ich das gar nicht so schlecht. Also dafür das, was man mit diesem Hörspiel machen wollte, dass man halt so eine Fortsetzung der damaligen Gruselserie hat, da fand ich das schon richtig gut. Also so hätte ich mir auch vorgestellt, dass man das angehen sollte. Also auch mit den Jugendlichen, da hat so dieses ET-Flair und Ja, gerade, hat so ein dass man die in den bisschen Mittelpunkt stellt, das ist clever, ja. geht auf dieses, ich sag mal, dieses Monster 1983 oder Stranger Things-Thema, dass man das so in die 80er Jahre verschiebt. Das fand ich ziemlich gut. Auch wenn man das ein bisschen wie sagt man, Holzhammer doch, Holzhammer gemacht. Holzhämmerig. Genau, mit dem Bonanza-Rad, ja. Jo. Man hätte es schon am CB-Funkgerät erkennen können, Leg mal dass deinen es falsch ist. Rubik's-Würfel weg. Genau. Und schwing dich aufs Fundanzerrad. Ja, nee, aber das fand ich eigentlich so, wie ich mir das vorgestellt hätte, wie man es machen sollte. Ja. Bis auf diese Szene. Aber das ist schon, würde ich schon mal als beste Folge der Reihe bis jetzt halte ich schon dafür. Ja, würde ich auch Ja. sagen. Es geht Ja. aufwärts. Auf jeden Fall. Schön. Dann kommen wir zum Hummel, Hummel, Mord, Mord, Overkill. Wir haben nämlich in diesem Rückblick 2 Monate und gleich 3 Folgen. Das liegt daran, dass im August 2 Folgen rauskamen, weil die sich irgendwie
haben die September-Folge eine Woche zu früh ausgestrahlt, beziehungsweise eine Woche zu früh zum Download gestellt. Dadurch haben wir also drei Folgen, und zwar die Folge 14, Alles gegen die Katz mit Ralf Schmitz, die Folge 15, die Glückskeks-Mafia Um Gottes Willen, mit das ist echt ein Peter schweres Wort. Tschentscher und Jan Vetter, und die Folge Sommer, Sonne, Strandganoven mit Alvaro Soler. Wer zum Hack ist Alvaro Soler? Muss ich den kennen? Googles Ich mal, google lass die mal. Lieder Erzähl laufen, mal. kennst du auch, du kannst dem nicht entkommen. Ich wusste auch den Namen erst nicht einzuordnen, dann habe ich dann auch geguckt, was singt der so, Lieder anspielt, kennst du alles, was der spielt. Der spielt so portugiesische Strandmucke. Okay. Wie damals, da gab es da mal aus Hannover diese Band, die auch Ah, total erfolgreich Sophia. waren, die auch so portugiesische Sachen, und waren gar keine Portugiesen. Die haben das also irgendwie nur so. Clever. Ja, das war nicht schlecht. Die waren auch richtig erfolgreich. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Schreibt uns. Sophia kenne ich tatsächlich. Da fällt mir auch sofort die Melodie ein. Okay. Naja, Melodie. In Tönnchen. Ja, fangen wir mit Ralf Schmitz an. Ralf Schmitz, Alles gegen die Katz. Natürlich das Katzenthema bei Ralf Schmitz, kein Unbekanntes. Hier ist es besonders dramatisch, weil Ralf Schmitz gerade mit dem Hotel angezündet. Was wird die? Danke. Ja, die Katze brennt. Und Was? ja, das ist, Okay. ja, Das findest du ist, lustig. Brennende ja, Katzen. brennende Katzen, Olaf, ja. ey. Ich bin Wir werden mit bombardiert hiermit. Elektromän sozialisiert worden in den Comedy-Bereich mit Roberto Capitoni, der früher mit brennenden Meerschweinchen jonglieren wollte. Von Ja, daher, es Monty stört mich eine Python. brennende Katze jetzt auch nicht mehr groß Monty an. Python, die Mausorgel. Genau, wenn meine Katze gleich nochmal so ein Theater macht, brennt hier auch ein. Ist Könnte das kein Ärger Einfall? geben, wenn du das Ja, dann der der Fall Feuerwehr ist erklären ein musst. bisschen, also das mit der brennenden Katze ist leider das Beste daran, muss man schon sagen. Ralf Schmitz, fand ich hier ein bisschen merkwürdig. Also das war, ja, komischer Fall irgendwie. Also war eigentlich ganz nett. Also durch die Skurrilität dieser brennenden Katze rettet das schon ganz viel. Aber Ralf Schmitz hat mir jetzt irgendwie nicht so besonders gefallen. Da lobe ich mir doch eher die Glückskeksmafia mit Jan Vetter und Peter Tschentscher. Wobei Peter Tschentscher hier keinen großartigen Auftritt hat. Wobei das auch relativ lustig ist. Also für einen Politiker fand ich das schon ganz okay. Also A, dass das mitmacht, ist schon mal gut. Und B, dass er sich hier so ein bisschen selbst auf den Arm nimmt, fand ich auch ganz gut. Aber der Knaller ist wirklich Jan Vetter, der als alternder Serienstar das wirklich so großartig macht und dich hier so selbst auf den Arm nimmt. Das ist wirklich, fand ich ganz toll. Also da habe ich wirklich einen Heidenspaß gehabt. Das war ganz großes Kino, und Hut ab vor diesem schönen selbstreflektierenden Blick. Also das ist wirklich sehr humorig, sehr lustig, sehr selbstironisch und ja, ganz großartig. Eine sehr lange Folge, ne, für Ist ja Hummelhumme. auch sehr lang, die dauert fast eine halbe Stunde, und der Fall ist Käse, aber allein für Jan Vetter lohnt sich da das Einschalten auf jeden Fall. Ja. Ja, und dann zum Abschluss, die Folge mit Alvaro Soler ist halt wieder so eine typische Musikerfolge. Nee, das war nichts. Das ist halt wieder mal so ein bisschen Selbstdarstellung von hat er so einen, und der muss jetzt da irgendwie in den Fall gebacken werden. Und dafür sind die Fälle dann auch zu dünn. Also wenn da nichts ist, also die Figur gibt nichts her, das ist dann halt nichts, gerade nach, wenn man Jan Vetter vorher gehört hat, der das halt wirklich, der so ein Stück auch einfach füllt. Da kommen einem die 14 Minuten hier mit Alvaro Soler, wo eben nichts ist. Also das ist halt so ein Typ, den kennt man zwar durch die Musik, aber der ist irgendwie nicht so greifbar, der ist einfach nur da. Macht da die Musik, und sonst steht der halt auf nichts. Während so ein Jan Vetter, das ist halt ein Typ. Ja, und der schafft es halt, sowas zu füllen, und hier steht dann plötzlich wieder der Fall im Mittelpunkt, und man hat halt diesen etwas blassen Künstler, wobei er recht gut gebräunt ist, aber wirkt halt blass. Und naja, das ist dann halt so eine normale Folge, die, ja, tut nicht weh, aber ist jetzt auch nichts, wo man sich in einem halben Jahr noch dran erinnern würde und sagen würde, ach, das war aber schön. Ja, aber die Vetter-Folge unbedingt hören. Okay, ist gebaut.